Mein Name ist Frank Besinger, das ist meine Frau Sabine und wir betreiben gemeinsam diese Ölmühle und wollen Ihnen heute eins unserer Lieblingsrezepte zeigen und das ist aus dem Leindotteröl gemachte vegane Mayonnaise und einen Gurkensalat mit Leindotteröl. Die Zutaten sind Leindotteröl, Sojamilch, Schnittlauch, Apfelessig und Salz und Pfeffer und natürlich etwas Zitronensaft. Den gebe ich als erstes in die Sojamilch. So. Dann nehme ich den Mixer und das Öl lasse ich langsam eingießen und mixe auf. So, dazwischen gebe ich dann ein bisschen Schnittlauch dazu. So, noch etwas Salz und Pfeffer. Das Ganze so lange gemixt, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Also dazu mache ich jetzt noch einen schönen Gurkensalat, auch mit Leindotteröl. Dazu reibe ich ein bisschen Knoblauch, einen Löffel Creme Fraiche dazu, einen kleinen Schuss Essig, einen Schuss Öl, Salz und Pfeffer. Das ist ein ganz einfacher Gurkensalat, der sehr lecker schmeckt. Den essen wir gerne mit Kartoffeln, mit der grünen Soße. Es würde uns freuen, wenn Sie ein paar Anregungen bekommen haben, vor allem was man mit Leindotteröl alles machen kann, wie man innerhalb von kürzester Zeit ein richtig gut schmeckendes veganes Essen zaubern kann. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns hier in Kreuzberg in der Bergmannstraße in unserer Ölmühle besuchen, uns live erleben. Und wenn Sie es nicht schaffen, können Sie natürlich auch in unserem Online-Shop bestellen. Vielen lieben Dank. Auf Wiedersehen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de